Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein neues Kartendeck vorstellen, wobei neu ist es jetzt nicht. Aber es ist ein Kartendeck und es ist von Doreen Virtue, das Erzengel Raphael Orakel. Dieses Kartendeck möchte ich euch jetzt hier in diesem Video vorstellen. Also falls du ganz gerne wissen willst, wie sehen die Karten aus, wie sieht das Buchlein aus, worüber kann man Karten nehmen und so weiter, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Ja, dieses Kartendeck kann man tatsächlich nicht mehr kaufen. Es ist wirklich so, dass es schon älter ist und die meisten kosten schon über 190 Euro. Ich habe das richtig für ein Schnäppchen gemacht letztes Jahr und ich wollte es unbedingt haben, weil Erzengel Raphael ist eines der Erzengel, die ich tatsächlich regelmäßig nerve. Und regelmäßig um Hilfe bitte, wenn es so um Heilung geht. Und es gibt Heilung immer auf irgendeiner Ebene, egal welche. Und die Engel können es natürlich auch dafür sorgen, dass auch Wunder geschieht. Es gibt natürlich Menschen, die haben Wunder erlebt, indem sie zum Beispiel Krebs, ich sag jetzt mal Krebs oder was weiß ich für andere Erkrankungen, durch Gottes Hilfe geheilt haben. Und dafür haben sie nicht so viel gemacht. Und wenn man daran glaubt und darauf vertraut, dann klappt das auch. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, ich glaube mehr an Gott als an die Ärzte. Das ist aber jetzt kein Zwang an euch, dass ihr nicht an die Ärzte glauben solltet. Das ist einfach nur meine Meinung und ich stehe dazu. Ich bin so, wie ich bin und niemand kann sagen, ich soll zum Arzt gehen, weil ich geisteskrank bin oder was weiß ich, was die Leute sagen. Es interessiert mich auch gar nicht. Genau, Gabriel, wobei, das war schon wieder bestimmt mein Ego, der das gesagt hat. Auf jeden Fall, bitte einfach nur anzumerken, dass ich einfach nur intuitiv nach das Gefühl gehe und dementsprechend auch meine eigene Entscheidung treffe. Und das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er zum Arzt geht oder nicht. Ihr müsst es nicht machen, wenn ich es sage. Also ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Ich bin kein Arzt. Sondern ich höre eher auf meinen Bauch. Genau, ich zeige euch jetzt erst einmal, wie das Kartendeck von hinten aussieht und von vorne. Das sieht man hier recht schön. Ich weiß, hinter mir ist die Sonne und das Fenster, das entspiegelt das ein bisschen. Aber ihr könnt erkennen, auf diesem Pferd, das sieht ja, es sieht eigentlich aus wie so ein Einhorn. Ne? Es ist ein Einhorn mit Erzengel Raphael und das ist echt, echt schön gemacht. Dann drehen wir mal um. Und hier ist natürlich der Text. Ich muss mal so ganz gucken. Könnt ihr auch so lesen? Ja, das ist so besser, ne? Die Botschaften von Erzengel Raphael. Der Erzengel Raphael ist der Heiler unter den Erzengeln und der besondere Helfer aller Menschen, die in Heilberufen arbeiten. Er schützt auch die Reisenden und die Einsamen. Genau. Und was von Doreen Virtue damit zu tun hat, das spielt jetzt keine Rolle. Dann öffnen wir mal das Päckchen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich euch immer so ein bisschen davon erzählt habe und euch sehr wenig Karten gezeigt habe. Und ich glaube, für viele Menschen ist es natürlich so, wenn sie ein Kartendeck kaufen möchten, dass sie schon ganz gerne wissen wollen, wie die Karten aussehen. Und wenn ich 5 zeige, glaube ich, bringt euch das weniger. Und deswegen versuche ich so gut wie möglich ein bisschen so vorzustellen und ja, und euch vielleicht mehr zeigen, damit ihr auf jeden Fall wisst und entscheiden könnt, ob ihr es kaufen könnt. Kaufen könnt, könnt ihr dieses Kartendeck leider nicht mehr. Es sei denn, ihr wollt 150 Euro oder 180 Euro bezahlen. Wir gucken jetzt erst einmal das Büchlein. Achso, hier übrigens habe ich ein bisschen... Ich hatte letztens das Gefühl gehabt, hier hinten habe ich ein bisschen angeeckt. So sieht das Büchlein aus. Das hat ungefähr 109 Seiten. Und in Büchlein stehen immer dann noch die Botschaften dahinter. Das heißt, von A bis Z stehen die Botschaften. Hier könnt ihr schon mal erkennen, achte
auf deine Ernährung, Akzeptanz, alternative Medizin, bedingungslose Freude, benutze deine natürlichen Heilungsfähigkeiten und so weiter und so fort. Das ist ja alles komplett. Und hier ist natürlich, geht es hier weiter mit den ganzen Karten, wie die heißen und wie die Seite lautet. Und dann geht es hier natürlich, wie man mit Erzengel Raphael zusammenarbeitet. Vor allem in dem Hinblick auf, oh, ich kann gar nicht stehen. Im Hinblick auf Heilung, vor allem mit Kartenlegung. Und hier steht natürlich drin, was man da machen kann. Genau, und natürlich ist es auch wichtig, wenn man ein Kartendeck kauft und das haben möchte, dass man immer die Energie klärt. Denn es kann sein, dass da man immer mal wieder die Energie von anderen Menschen aufgenommen wird und dann sich wundert, warum man dann sehr erschöpft ist, sehr müde ist, etc. pp. Und deswegen reinigt man immer die Karten. Und auch ein ganz wichtiger Schritt ist auch zu beachten, dass man nochmal den Erzengel Michael, hier steht es, Erzengel Michael, um Schutz bitten, der dich auch dementsprechend auch tatsächlich dafür auch reinigt, wenn du negative Energien oder Emotionen zu dir hast. Also das nochmal kurz zu erwähnen. Und natürlich wählt man eine Karte aus. Wenn eine Karte runterspringt, das mache ich immer wieder, dann das ist dann für mich eine Antwort. Das ist dann eine Antwort für mich auf die Frage. Man kann es auch anders machen. Es gibt kein richtig oder falsch. Also jeder macht das so, wie er es möchte. Ich habe das, mache das schon seit Jahren so, dass mein Schutzengel die Karten einfach rausspringen lässt und dann weiß ich, aha, okay, das sind die Antworten. Und wenn ich möchte, kann ich dann nochmal eine Karte dazu nehmen. Da muss ich das intuitiv selber entscheiden. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und natürlich auch auf seine Intuition hören. Es gibt natürlich Menschen, die denken sich so, ja, wie viele ziehe ich denn? Das ist, kommt alles mit dem Verstand. Am besten immer mit dem Herzen hören und immer mit seiner Intuition arbeiten. Ob die Intuition jetzt auf dem Herzen ist oder im Bauch ist, das spielt jetzt im ersten Raum überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass man auf seine Intuition hört. Hier ist natürlich auch nochmal die Möglichkeit, nochmal zu sagen, es gibt Möglichkeiten, um anders Karten zu legen. Ne, zum Beispiel, du ziehst eine Frage, stellst eine Frage und es wird auf jeden Fall eine Karte runterspringen. Oder du könntest natürlich die drei Karten Auslegung machen oder du kannst mehrere Kartendecks verwenden. Du kannst, es gibt da unfassbar viele, viele, viele Varianten, wie man eine Kartenlegung macht. Das nur mal so als Hinweis. Und hier stehen natürlich dann plötzlich die Karten, also das ist das Bild, was ich immer sehr schön finde, dass immer dazu ein Bild kommt. Das ist bei jedem Kartenbuch immer so, dass da ein Bild steht. Ich glaube, fast bei jedem. Ich bin am Überlegen, bei welchem es nicht war. Ich glaube, das war beim Drachenkraft. Oder? Nee, ich glaube, es war wirklich bei jedem. Wenn ich es nämlich jetzt irren sollte, dann tut es mir leid, aber ich bin definitiv überzeugt davon, dass es bei jedem war. Bei jedem Kartendeck ist immer ein Bild dazu und dann wird hier immer nochmal der Name stehen. Also der Titel, achte auf deine Ernährung und dann wird hier nochmal beschrieben, was Erzengel Raphael sagen möchte und zudem auch seine Gebete. Es ist bei jedem Buch tatsächlich anders. Das heißt, bei Erzengel Raphael geht es hier um Gebete und natürlich die Botschaften dahinter und die weiterführenden spezifischen Botschaften. Bei anderen Kartendecks ist es natürlich so, dass wenn du zum Beispiel Engel-Orakelkarten der Liebe hast, dann ist da nicht das Gebet, sondern da steht zum Beispiel dann nur noch spezifische Bedeutung. Oder wenn du zum Beispiel das mit dem Familienkartendeck hast, dann steht da auch nur noch, wobei da steht eigentlich gar nicht spezifische Bedeutung, da steht eigentlich nur so Informationen. Ich bin mir überlegen, ob das auch eine spezifische Bedeutung war. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Oder wenn man jetzt zum Beispiel mit Weisheitskarten hat, Weisheit man the College von Colette Baron-Reid, da gibt es ja zwei von Weisheitskarten der Seele und The Map. Da gibt es natürlich zwei unterschiedliche. Da gibt es einmal die Variante, dass es einmal die Karte runtergeflogen ist und einmal anders fliegt. Dann gibt es positiv und negativ, sage ich jetzt mal, eine Botschaft und das war es dann auch schon. Oder es geht hier um, bei der anderen Kartenlegung geht es, oder Kartendeck geht es um beruflicher Orakelbotschaften, Liebesorakelbotschaften, Erfolgorakelbotschaften. Und da gibt es tatsächlich keine spezifische oder gebetähnliche
Art und Weise. Genau, so sieht das Ganze aus. Das ist die bedingungslose Liebe. Freude, ah, interessant. Ach, das hatte ich letztens. Das hätte ich doch immer auch mal ergänzen sollen. Genau, da kann man immer mal wieder nachschauen, was da drin steht. Genau. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen mal ein YouTube-Video hochgeladen und das könnt ihr noch mal hier sehen. Das ist einmal das Bild. Das Bild zeige ich euch gleich. Und die Karten hier noch mal kurz zu erwähnen, bevor ich das ergänze, was ich sagen wollte. Das ist immer in Dunkel gehalten. Also da gibt es gar keine farbigen Bilder in den Büchlein. Also das noch mal vorweg zu ergänzen. Genau, und ich habe vor ein paar Wochen nämlich ein YouTube-Video hochgeladen und auch auf meinen Facebook-Account. Und da waren natürlich viele, viele Hater-Kommentare dabei, die gesagt haben, wie kannst du nur in das Kartenbüchlein denn reingucken? Wie kann man nur, wenn man professionell ist, dann macht man das nicht. Also so kam das immer so ein bisschen rüber. Und Leute, ich muss das mal ganz kurz mal dazu eine Ergänzung machen. Erstens, wir Kartenleger, wir besitzen nicht zwei Kartendecks, wir besitzen circa 100 Kartendecks. Und das zu jeweiligen Themen. Also es gibt tausende Kartendecks überhaupt. Es gibt über Feen-Kartendecks, es gibt über Engel-Kartendecks, es gibt über Drachenkopf-Kartendecks, über Seelenweisheit, über Seele, über Aura, über Chakren, über die Weisheiten, The Map, also alles, was mit Seele hat, Seelenmedizin oder über Verstorbene oder über Engelsgebete, Erzengel, Tarot. Was gibt es noch? Es gibt über genau, Erzengel, gibt es Unicorns oder es gibt zum Beispiel auch Kartendecks über Sei du selbst, ich liebe mich und alle mögliche, es gibt wirklich tausende Kartendecks, ja. Und wenn eine Kartenlegerin oder eine spirituelle, ich Kartenlegerin finde ich, klingt immer so wie jemand, der ganz normal den Fußboden macht, so denke ich immer. Und auf jeden Fall nenne ich das immer Lichtarbeiterin. Und die Lichtarbeiterinnen nutzen tatsächlich sehr, sehr viele Kartendecks. Und das bestimmt circa 20 bis 30 oder bis 100. Je nachdem. Es gibt auch noch Tierkartendecks, also Naturgeister, Seelenpartner, Stille Halt, etc. pp. Also, und wenn diese Lichtarbeiterin tatsächlich 5000 Kartendecks oder 10, sag ich mal, 80 Kartendecks hat, dann kann sie sich auch nicht immer für jedes Kartendeck in- und auswendig kennen, ja. Und man nutzt die auch nicht immer wieder, man nutzt die mal alle mal wieder, hin und wieder mal, sag ich jetzt mal. Und man möchte auch so ein bisschen abwechslungsreich in den Kartenlegungen oder in den Videos, wie auch immer, bieten. Also es glaube ich, es ist wie wenn man jeden Tag das gleiche isst. Wäre für mich persönlich, das sollte ja eigentlich auch gesünder sein, jeden Tag das gleiche essen. Für mich persönlich wäre das auf Dauer echt, echt langweilig, weil irgendwann mal hängt dir das Zeug im Hals raus. Und ich glaube, jeder kann das verstehen, wenn man wirklich 80 Kartendecks hat oder so. Und klar, das passt nicht immer zu einem jeweiligen Thema, aber man kann es ja nutzen. Und natürlich kann man diese 80, ich sage jetzt mal wirklich übertrieben, 80 Kartendecks kann man tatsächlich nicht alle auswendig kennen. Ja, und vielleicht nutzt man sie das erste Mal und vielleicht hat man noch nicht den Bezug dazu. Ich habe zum Beispiel dieses Tarot-Kartendeck, das habe ich nicht gekauft, das hat meine Mutter gehört, das muss ich sagen. Muss ich sagen. Und dementsprechend habe ich noch nicht diese Verbindung. Anfangs in Oktober habe ich das erste Mal benutzt und ich habe auch wirklich erstmal lange gebraucht, um überhaupt das Tarot zu verwenden, weil für mich war Tarot wirklich echt, echt ein Kartendeck, wo ich wirklich am Verzweifeln war und wo ich gedacht habe, so, hä, das passt doch gar nicht, hä, das kann doch nicht sein. Aber das Tarot ist ja tatsächlich auch etwas anderes als ein Erzengel-Tarot-Kartenset. Und wenn man nun mal leider nicht sehr gut sich auskennt, dann kann man auch das Büchlein in die Hand nehmen. Und ich finde persönlich, das Büchlein ist nicht schlimm. Das Büchlein ist ja auch dafür da, wenn man mal nicht weiter weiß, wenn man gerade
ne, gerade nicht die Botschaften bekommt, dass man da auch erstmal reinguckt. Genau. Jetzt zeige ich euch mal die Karten. Das war eines das erste. Stretching. Also hinten ist es grün. Oder warte, ich mache das so. Göttliche Interventionen. Hier sieht das ja noch nicht. Und hier steht immer dann noch mal ein Text dazu. Das ist bei den meisten Kartendecks natürlich, ups, nicht der Fall, dass da Texte stehen. Teilweise stehen sie, teilweise nicht. Im Tarot zum Beispiel stehen sie jetzt nicht. Ich glaube, bei den Erzengeln generell stehen sie natürlich solche Texte. Guter Schlaf. Meide Allergien. Allergene. Meditation. Ich habe mir immer Erzengel Raphael immer anders vorgestellt. Bleibe positiv. Ich bin immer so ein Mensch. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Ja, hättet ihr wahrscheinlich auch gesagt, Moira, warum machst du das nicht so? Ja, die Moira, die macht es immer gerne kompliziert. Das ist leider bei ihr immer so. Lachen ist die beste Medizin. Ich finde, diese Kartendecks, vor allem generell Erzengel Raphael, man kann die auf Englisch kaufen, man kann die auch Englisch, in englischer Version nutzen, das ist ja auch kein Problem. Ich fand die immer sehr, sehr schön. Also das muss man mal dazu gesagt haben. Ich finde es immer sehr, sehr schön. Das hatte ich mal letztens als Karte ist runtergefallen. Sie sind sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist auch wirklich so farbenprächtig und bunt und überhaupt alles und beten hilft. Also sie sind sehr, sehr schön gestaltet. Entgiftung. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell. Und was ich immer mitbekommen habe und was ich aus meinen Erfahrungen sagen kann, dass Emotionen auch wirklich tatsächlich krank machen. Ja, also Emotionen können krank machen und wenn du wirklich wütend bist und das Gefühl, diese Wut quasi nicht anschaust und das wirklich sagst, ach,
Ich bin nicht wütend, ne, und einfach wegguckst. Kann es sein, dass das dann in deinen Körper gespeichert wird und dass es auf irgendeine Ebene, wo es gerade geschwächt ist, quasi dich damit krank macht. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle gerade nicht gerade so läuft, an irgendeiner Körperstelle, an irgendeinem Organ, dass es dann plötzlich auf jeden Fall sein kann, dass man dadurch krank wird. Emotionen können auch wirklich Wut, Zorn, also alle negativen Emotionen, wenn man die runterschluckt, können krank machen. Das kann auch Zahnfleisch gehen. Ne? Zahn 23 hat was mit Zorn zu tun. Oder wenn man Konflikte hat, die man nicht bereinigt hat und immer nur so durch die Luft schwebt, statt nicht krampfhaft steht, sage ich jetzt mal, oder nicht verwurzelt steht, sondern nur mit der Luft schwebt, dann kann es natürlich sein, dass man dadurch auch Zahnprobleme hat. Ernährung spielt auch eine richtige, wichtige Rolle. Und hier kannst du dann natürlich bei diesen Karten, der kannst du natürlich alles, was zum Thema Krankheiten zu tun hat oder zum Thema Gesundheit, kannst du natürlich eine Erzengel um Hilfe bitten und fragen, was hast du für mich jetzt gerade damit zu tun? Und oder was kannst du mir gerade in diesen Augenblicken sagen, in diesem Blick auf meine Erkrankung oder ähnliches? Und der gibt dir natürlich immer wieder eine Antwort. Frische Luft. Genesung. Genau, das waren die 40 Karten, die ich euch vorgestellt habe. Und das sieht so aus. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da, um ja keine schwachsinnigen Videos von mir zu verpassen. Und falls ihr ganz gerne weitere Kartendecks von mir vorgestellt werden möchtet, wie auch immer, könnt ihr das gerne natürlich unter die Kommentare schreiben. Und für mich zählt das natürlich den Daumen nach oben da. Abonniere meinen Channel, falls du es noch nicht getan hast. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.